So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Und letztes Mal habe ich euch gesagt, hier kommt ein Level. Das habe ich ja schon gesehen. Und da ist die Musik so großartig, dass wir jetzt mal ein bisschen hier vielleicht nochmal hochdrehen vorher. Dass wir ja auch ja hören. Ich hoffe, ich denke nur nachher dran, runterzudrehen und bin jetzt nicht zu leise. Mal gucken, ob ich gleich zu leise bin. Aber das Lied ist einfach großartig. Das kennt. Müsste so gut wie jeder von euch kennen. Sag ich jetzt mal. Ist relativ bekannt. Ich versuche mal nicht zu staten, damit wir das Lied auch gut hören können. Okay, es wäre natürlich sinnvoll gewesen, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Dass die hier so ein Dings benutzt hätten. Aber das hat wahrscheinlich der Ersteller nicht gemacht. Na, dass es weiterläuft, die Musik, wenn man stirbt. Muss ich auch noch aufpassen beim Spielen, dass wir das Lied ordentlich hören können. Das ist ja doof. Aber jetzt haben wir es auch schon einmal geloopt gehört, ne? Also, ich finde es großartig. We didn't start the fire, falls es jemand nicht kennt. Oder auf Deutsch, wir haben Bock zu feiern, irgendwie so, ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, so langsam brauche ich dann mal einen State. Ah, okay. So, jetzt zurück. Na super. Nein, mein Pilz. Jetzt zurück. Okay. Da müsste ich jetzt ja einfach runterspringen können, ne? Da war doch hier genau eine Plattform. Oh, nice. Nein. What? Ach du Schande. Nein! Ah, wir sind so gut durchgekommen. Okay. Mit Feuer. Okay. Fast. Fast ohne States. Also, aber die paar waren notwendig, ne? Die paar waren notwendig. So, wir haben auch noch Normal Exit, das heißt, wir hören das Lied gleich nochmal.
sind wir schon wieder hier. Sehr schön. Okay. Das kenne ich gar nicht. Ich habe nur den anderen Abschnitt gesehen, den anderen Exit. Den Teil kenne ich noch gar nicht. Ah, Mist. Okay. Midway. Okay. Yo, 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 yo. Das wollte ich nicht. Ah. Okay, aber da wir einen Midway Point hatten, würde ich da nochmal starten an der Stelle und jetzt nicht da irgendwas laden. Das ist okay. Ah, ich denke da nicht dran, dass ich da sofort runterfalle. Nein, ich wollte... Habe ich gerade einen Wallclip gemacht, sodass ich sozusagen dann den Spinjump verloren habe? So, diesmal verlieren wir den Pilz nicht. Und hier auch nicht. Jetzt machen wir keinen Wallclip, sehr schön. B. Ich vertraue dir. Das Feuer muss weggehen. Yes. Ah, ich vertraue dir. Okay, auch da sind die Viecher weg. Ah, ich vertraue dir. Alter. Yo. Weg mit euch. Okay, hier runter. Yo. Okay, ich hoffe, es war gut, die einzusammeln. Ich weiß es nicht. Wie lange muss ich die haben? Okay, bis hier. Puh. Und jetzt? Nein, das war sicherlich schlecht. Was? 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 Okay. Dinge sind passiert. Plötzlich Yoshi-Sound. Ich weiß nicht, wo jetzt ein Yoshi herkam. Aber es war nicht verkehrt, von dem Ding abzuspringen. Okay. Uff. Uff. So. Ach, schönes Lied, ne? Super Mario Warudo und Sorry Back in the Mines. Okay, ich glaube, ich kenne beide Level nicht. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Staricated Seven Simplex war das hier und das ist umgesetzt Sync X. Okay. Beide Exits gemacht. So, das hier ist von Electric Angel und das ist umgesetzt Snowrond Pyro. Sagt mir nix. Und das hier ist von Fall und das ist gewesen Blue Leaf. Okay, ich würde jetzt erstmal Super Mario Warudo mir angucken. Keine Ahnung. Also das habe ich jetzt auch noch nicht in einem Stream gesehen. Das ist jetzt alles blind. So. Ah, das war schon gerade ein cooles Level, ne? Vor allem mit der Musik. Jo, ich dachte, die kommen runter, aber... Die hat jetzt eher so gar keinen Bock. Aber das sieht nach einem normalen Level aus, was halt so ein bisschen... Wie mache ich das denn, ohne hier getroffen zu werden? Ein bisschen schwieriger ist. Oh Gott, ich hasse solche Sprünge, ne? Ah! Ja, ich glaube an der Stelle
Brauche ich Save States? Was? Press Start to pause the game. If pressed correctly, the music and timer stop. What? What? Fällt das dann jetzt nicht runter? Das fällt nicht runter! Das ist ja... Das hab ich scheiße gemacht, ne? Jetzt ist der weg. Brauche ich den wieder. Das ist ja... Wow! Also wie auch immer das geht, ne? So. Jetzt ist der dann ein bisschen ungünstig, aber kriegen wir hin. Lol. Lol. Ja, gut. das ist ja... Das ist ja ein wildes Gimmick. Ach, shit. Ach so. Na gut, wenn man es jetzt weiß, weiß man, wie man hier durchkommt, ne? Das ist ja ein wildes Gimmick. Okay. Ich dachte jetzt erst, wie soll ich denn da durchkommen? Oh, das war blöd. Aber so geht das dann natürlich klar. Das ist ja cool. Yo. Ich hab halt eigentlich gestoppt. Aber so schnell hintereinander kann man wahrscheinlich nicht stoppen. Jetzt ist der da im Weg wieder. Muss ich anders timen. Deutlich besser. Das war nicht, was ich wollte. Okay. Ich habe auch einen Kommentar von Counter beantwortet, der geschrieben hat hier, super. Er redet schon wieder die ganze Zeit über Save States. Und dazu gesagt, ja, werde ich mal einen Part machen, wo ich mir die Challenge setze, einfach nichts zu Save States oder Rewinds oder sonstigem zu erwähnen. Das wird also in naher Zukunft passieren. Das heißt, ich sage nicht, welcher Part es ist, so, weil dann wäre es ja irgendwie komisch. Sondern es wird einfach einen Part geben, wo ich es schaffe, nichts zu erwähnen. Ich werde einfach spielen und nicht erwähnen, dass ich jetzt gerade lade oder dass ich einen State setze oder. Ja, das wird passieren. Ich schaffe das. Da rewind ich jetzt mal. Na, solche Bemerkungen zum Beispiel mache ich dann nicht. Weißt du was, das mache ich viel zu oft. Dass ich da dann das irgendwie kommentiere. Ja, wow. Wieder auf der Wolke drauf, alles klar. Dass ich das dann irgendwie kommentiere. Das muss ja nicht immer sein. So, aber was ich halt jetzt nicht verstanden habe, ist, wie ich hier... Ach so. Ich habe... Ich kann halt nicht so oft pausieren. Ich kann jetzt starten und dann ist schon wieder vorbei. Ja. So ist besser. Okay. Ich versuche aber jetzt den Rest wieder ohne Rewind das mal zu. Ich setze jetzt hier ein State. Ja, und dann, okay. Ich muss das einmal antriggern. So. Jetzt fällt es runter und jetzt stopp.
Hier, so schnell hintereinander kann man nicht. Das heißt, ich triggere es an, während es schon an ist und dann mache ich so. Okay, das läuft besser. Yo! Das habe ich jetzt blöd gemacht, weil jetzt habe ich den schon berührt. Was bedeutet, wenn ich jetzt hier runter gehe, fällt er schon. Und jetzt habe ich die aber... Na gut, den Hit muss ich jetzt nehmen. Hilft nix, den Hit muss ich nehmen. Okay, da muss ich jetzt warten. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Okay. Das ist auch nicht viel besser. Das sieht ganz gut aus. Mal gucken. Und hier rüber. Und darüber. Yo! Das machen wir anders. Ich stelle mich einfach ganz nah an den Rand, dann kann mir nichts passieren. So. So ist mir das deutlich lieber. Oh Gott. Jetzt muss ich während des Falles... Das war super knapp, aber es hat funktioniert. Mit Waypoint. Die Idee ist so großartig, ne? Ja gut, ich brauche den Pilz eh nicht. Ich kann den auch nicht aufheben, während der da liegt. Der ist wirklich dann fest. Gut zu wissen. Das heißt, ich kann den ganz normal wie so ein Stein nutzen. Das ist so ein nices Gimmick. Das war dumm. Egal. Wait, wie komme ich an... Weil ich kann ja so machen. Ach so, ja, ich kann ja einfach mitnehmen. Jetzt wäre ich fast in den reingerutscht. Das war knapp. Aber das hier funktioniert. Sehr cool. Yoshi Coins und Mond. Ist das so extra Challenge-Zeug-Kram? Da würde ich das mal mit States angehen. Das hat nicht hingehauen. Komme ich so in die Tür? Yes. Okay, das ist tatsächlich... Wait, ist da... Ah! Oh. Ich meine, man könnte es jetzt ja auch ohne, ne, mit Keychumps einfach nach oben machen. Also einfach, in Anführungszeichen. Aber, ja gut. Aber wahrscheinlich muss man den irgendwie so hochsetzen, dass man zwar... Ne, so komme ich ja nicht ran. Oder wollen die jetzt, würden die hier sowas wie Keychumps jetzt von mir wollen? Dass ich sozusagen... Ja, super. Weil so komme ich, aber das reicht ja nicht aus. Ne, das reicht ja nicht aus. Ich müsste jetzt ja... den wirklich höher setzen. Aber dafür müsste ich jetzt... Wie ist denn das jetzt gedacht? Dafür müsste ich jetzt die Pause aufheben und den Sprung machen. Aber das geht ja schon gar nicht. Da wäre es ja echt einfacher, einfach Standard Keychumps zu machen. Like, wie gingen die denn? Oje, kann ich das noch? Nee. Ich kann... Nee. Oh Gott, ich konnte mal Keychumps. Ist vorbei. Oh Gott, ich fühle mich gerade wie so ein Achtklässler, der sagt, er kann nicht mehr schriftlich multiplizieren. Oh nein, ich konnte's mal. Oh Gott, ich weiß, das wird jetzt wieder... Scheiße.
Oh, das ist ärgerlich, dass ich das gar nicht mehr kann. Ich konnte es halt wirklich mal. Ja, das war zumindest ein Keychamp, aber ich habe ihn nicht mitgenommen. Oh Gott. Also wenn ich da an meine Cruella-Zeiten denke, wo ich hier war. Nee, weil es war nicht Cruella, es war das für ein Heck, wo man ganz weit nach oben geht, Keychamp ist. Mache ich gleich einen Walljump einfach, weißt du? Der würde nicht mal reichen. Ja, aber ich weiß nicht, wie man hier hochkommen soll. Das kann eigentlich nur mit Keychamp gedacht sein. Aber das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Andererseits ist es ja nur für eine Mond-Challenge, also... keine Ahnung. Was macht die Reset-Tür? Ah, sie resettet. Wer hätte es erwartet? Ha! Ha! Ja, weiß ich nicht, was ich hier tun soll. Oh, Moment, doch! Ich hab's verstanden! Wartet. Jetzt hat der Schlüssel Drift bekommen und wenn ich jetzt hochgehe, wird der Schlüssel mit hochgeworfen. Ah! Das ist ja voll die geniale Idee! Damit wird so ein Aufzug draus. Lul. Oh oh. Da gehe ich einfach so rein. Das ist ja voll genial. Müsste doch so auch gehen, oder nicht? Moment. Das müssten wir doch so auch hinkriegen. Ach so. Ah, verstanden. Ja, cool. Ja, nice. Ach, das ist für es ist für beides gewesen. Okay. Ich dachte so, die eine Tür ist für Yoshi Coins, die andere Tür ist für Mond. Es ist beides die gleiche Tür gewesen. Aber das war super cool. Ich bin gerade echt froh, dass ich das noch gerafft habe, wie das gedacht ist. Aber das wäre ärgerlich gewesen, weil das ist echt, das war eine super coole Idee. Bitte zerquetschen Sie mich nicht, danke. Das ist nicht so gut jetzt. Kann ich das resetten? Aber das ist halt... Du kannst halt nicht exakt pausieren. Na, es ist... Ich drücke die ganze Zeit Start. Aber ihr seht, der macht ganz lange noch zwischendurch nochmal Bewegung. Die ich eigentlich ja nicht will eigentlich, dass er die macht. Das ist halt das... ich könnte auf die Plattform kommen, aber ich weiß nicht, ob ich dann weiterkomme. Ich probiere es einfach einmal aus. Wir haben ja Safe States. Na, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich dachte, das könnte gehen, aber es ist noch zu niedrig. Zu niedrig. Okay, das war nix. So, deswegen darf ich nicht schon pausiert hier drauf springen, dann funktioniert die Geschichte. Oh mein goodness. What? Ah, das hat nicht hingehauen jetzt. Oh, das könnte... Oh Gott. Oh Gott, alles klar. So, jetzt muss ich die antriggern. Ah, oh, gut, da komme ich ja sogar durch, ohne dass ich pausiere. Gut, den Schlüssel hätte ich gern. Ach so.
Aber kann ich den jetzt einfach? Der müsste jetzt aber richtig schnell sein. Okay, kann ich. Muss ich sogar. Nice. Oha. Mit Anlauf. Cool. Tun die mir was? Nein, das ist einfach nur Hintergrund. Okay. Ja, richtig cooles Le. Okay. Das ist passiert. Danke fürs Zuschauen. Oh mein Gott. Das Level war bisher ein Highlight. Wow. Danke fürs Zuschauen und tschüss.